Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen für den finalen Part wahrscheinlich, für die Story, Freunde. Danach haben wir nur noch das Postgame vor uns und das ist wahrscheinlich auch schnell passé. Und hier sehen wir schon mal, damit hier, Axanthor, Ursaluna, Tressella, Hisuya Kani. Dann haben wir neben, Moment, links sind die Reittiere, ne? Also auch Fischi, ne? Und rechts, genau in der Reihenfolge, wie wir sie gemacht haben, sind die Herrscher. Wobei das hier nicht mehr so ganz stimmt. Weil Snibuna ist eigentlich unser... Hä? Warum machen die das? Eigentlich sollte das jetzt umgekehrt sein. Elektroball war unser Herrscher. Aber die letzten vier haben sie einfach vertauscht. Sind die dumm? Die Stelle stellt eines der 10 Pokémon dar, die eins vom Helden der Vorzeit folgten. Okay. Salamagnis, dann haben wir eben Sneeboss, dann haben wir Hisuia Elektroball, Hisuia Actilas und Hisui ja, Washerquill. Was lustig. Das Podest von Arceus. Es ist Zeit für den Einsatz der roten Kette. Wartet. Ich höre da so eine Stimme in meinem Kopf. Nein, ich fühle sie. Die rote Kette ist vollbracht. Komm und versuche, mich zu fangen. Menschenkind. Diam, was fassest du da? Wir sollen dich fangen? Das ehrwürdige Sinnoh. Ich glaube, es spricht zu mir. Die rote Kette ist vollbracht. Komm und versuche, mich zu fangen. Menschenkind, kämpf! Zehn Eberbälle, einfach so mal aufs Haus. Meint ihr, ich habe keine Bälle mehr, oder was? Los, Dialga! Ich will dich fangen. Du gehörst in mein Team. Holy fucking Maroni. Dialga. Mein Boss. Ich habe genau für diesen Moment habe ich dein Pendant mitgebracht. Und zwar Hisui Viscogon. Stahldrache gegen Stahldrache. Das solltest du tanken, Bruder. Ja. Alles klar. Erdkräfte. Und dann viel Spaß hier mit Erdkräften drauf zu drücken. So. Okay.
habt es verfehlt, du Sackgesicht. So, und wie fangen wir dich jetzt? Mit einem Düsenball, ne? Das Ding bleibt einfach nicht drin, ne? Das hat wehgetan, Bruder. Jetzt habe ich leider das Sneeboss nicht dabei, das hätte Trugschlag gehabt. Ah! Trugschlag ist gar nicht vonnöten. Gut, Level 81 für mein Washer Quill. Sie hat es! Damit wäre die rote Kette wohl hinüber. Wir schulden den Pokémon der drei Seen Dank für ihre Hilfe. Amazing, einfach unglaublich, Sunny. Ich habe genau beobachtet, wie du gekämpft und es gefangen hast. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, du bist der ganze Stolz des Forschungstrupps. Tja, sie hatte eben einen großartigen Mentor, mich nämlich. Ja, genau, halt die Backen. War schon wieder das ehrwürdige Sinnoh. Nein, Dialga, ich kann es zu mir sprechen fühlen. Nein, das ist Palkia. Der Riss im Raum und Zeit, immense Kraft quillt hervor. Mein Gegenstück in Rage, es naht. Kämpf an meiner Seite, Menschenkind. Ein Gegenstück? Aber die rote Kette ist doch zerbrochen. Nicht mal Sunny könnte es jetzt erneut mit einem so mächtigen Pokémon aufnehmen. Das meinte ich mit Palkia. Holy fucking moly. Und als nächstes kommt noch da. Als nächstes kommt sicher noch Giratina da raus und komplett Figurei. Na? Wir müssen von hier abhauen, und zwar schnell, bevor es zu einem Kampf mit dem anderen ehrwürdigen Sinnoh kommt. Los, Rückzug, wir kehren zur Gipfelbasis zurück. Aber... wir können doch nicht einfach davonlaufen. Seid ihr total hinverbrannt? Wenn wir hier draufgehen, ist niemand geholfen. Das gleiche gilt auch für dich. Zieh dich zurück, aber Dali. Oh Mann. What the fuck? Was für eine überwältigende Kraft. An ihr kann jeder Forschungsversuch ja nur scheitern. Dass du dich überhaupt auf den Beinen halten konntest, ist wirklich beeindruckend, Sunny. Und diese Energie, die aus dem Riss strömt, ist es dieselbe, die in Form des seltsamen Blitzes die Könige und Königin in Rage versetzt hat? Ich hätte ja im Leben nicht gedacht, dass zwei ehrwürdige Sinne zugleich existieren könnten. So behalten am Ende wohl beide Clans recht. Ich muss mich bei euch entschuldigen. Diam und Perla, es tut mir leid. Ihr hattet recht damit, Sunny, euer volles Vertrauen zu schenken. Womit wir bei dir wären, Sunny. Meine Selbstgerechtigkeit hat mich dazu verleitet, dich aus der Expedition zu verstoßen. So habe ich dir ungeheure Mühsal aufgebürdet. Und trotzdem gibst du weiterhin alles, um Hisui und alle seine Bewohner zu retten. Naja. Irgendjemand muss ja etwas wegen des Risses im Raum Zeitgefüge unternehmen. Und wir verstehen natürlich, dass auch du Gründe für dein Handeln hattest, Dinboku. Weißbar, ich störe ja nur ungern, Boss, aber sollten wir uns nicht wieder mit dem Sinnoh-Tempel befassen? Das lobe ich mir. Statt sich in Vergangenheit zu ergehen, sind sie geistig stets hier um jetzt, hier und jetzt. Ein waschechter Wissenschaftler eben. Einer von uns, der verlässlichen Sorte wohl war. Mir scheint fast, als hätte Sunny einen guten Einfluss auf uns alle gehabt. Ja, wir hatten wirklich Glück. Ohne dich hätten wir diese Katastrophe niemals abwenden können.
Glück? Wovon redest du da, du Tölpel? Die rote Kette ist kaputt. Nennst du das etwa Glück? Wie soll sie denn jetzt kämpfen? Ruhig, Blut. Das ehrwürdige Dialga hat mir das alles erklärt. Ich habe nun den vollen Durchblick. Dialga? Sprichst du etwa von den Pokémon von vorhin? Ja, so ist es wohl. Das hat es mir zusammen mit Folgen verraten. Das Mineral des allen Ursprungs, die Kette leuchtend rot, das Gefäß aus Menschenhand. Vereine alle drei und dem Chaos, das den Raum durchdringt, seinen Einhalt geboten. Wir sollten uns außerdem gemeinsam mit den ehrwürdigen Dialga zum Tempel begeben. Also die rote Kette haben wir schon mal. Oder wenigstens das, was von ihr übrig ist. Ich habe die Teile aufgesammelt. Das Gefäß aus Menschenhand. Könnte es sich womöglich um einen Pokéball handeln? Das sind alle Informationen, die wir dazu haben. Ich wüsste echt gern, was es mit diesem Mineral auf sich hat. Vielleicht weiß Topin ja Rat. Wenn sich jemand mit Mineralien auskennt, dann er. In Sachen Bergbau hat er Erfahrung. Gut, dann darf man ja noch hoffen. Wie sieht es mit Ihnen aus, Professor? Haben Sie eine Vermutung, was das Mineral angeht? Die habe ich tatsächlich, Sunny. Auf den Tafeln, die du von Damitir und den anderen Pokémon erhalten hast, befinden sich laut Volo Botschaften. Dürfte ich wohl einen Blick auf sie werfen? Ah, Volltreffer. In die Erdtafel sind folgende Worte gemeißelt. Bei der Geburt des Universums entstand aus dessen Splittern diese Tafel. Vielleicht hilft uns dieser Hinweis weiter. Und was soll das bedeuten? Wir suchen einfach nach einem Mineral, dessen Beschaffenheit mit dieser Tafel vergleichbar ist. Wenn ich mich recht entsinne, hat Volutopin bereits darum gebeten, Ausschau nach einem solchen Mineral zu halten. Oh, jetzt wo Sie es sagen, Wola hat sich auch in der Diamantsiedlung eifrig nach den Tafeln erkundigt. Klingt ja wirklich vielversprechend. Dann wollen wir mal nach dem Mineral des Ursprungs suchen. Aber dieser Name klingt so umständlich. Von nun an soll es Urerz heißen. Das Gegenstück. Perla, können wir in dieser Sache auf deine Hilfe zählen? Selbstverständlich, ich werde Topin sofort zur Gipfelbasis beordern. Oh Gott. Eine halbe Ewigkeit habe ich gewartet und doch keine Einladung bekommen. Wäre ja gelacht, dachte ich mir also und bin selbst angetanzt. Diam, zur Wiedergutmachung rückst du jetzt mal besser eine Aufgabe für mich raus. Sicherlich könnt ihr meine Hilfe gut gebrauchen. Tsubaki. Oder besser gesagt, Tsubaki, kannst du deinen Anführer nicht einmal mit Respekt behandeln? Na schön, allerliebster Herr Anführer, wärest du so gnädig, auch mir eine Aufgabe zuzuteilen zu lassen? Besser so? Dann kümmere dich um deine Mitmenschen. Die anderen Wächter sehen doch auch nach ihren Königinnen und Königen und helfen den Bewohnern unserer Siedlung, Ruhe zu bewahren. Brauchst du dafür wirklich einen Befehl von mir? Ach, die haben selbst, du Dussel, wirst doch kapieren, wenn ich sage, jeder nach seiner eigenen Fasson. Oh, denn niemand aus der Galaktik-Expedition hat also doch Mom in den Knochen. Und deswegen hat Onkel Tsubaki hier ein Leckerli für dich. Na, wer war ein braves Mädchen? Warum Onkel, nicht Tante? Das ist doch ein Mädchen. Topin ist da. Pah, der scheißliche Hut passt genauso wenig zu dir wie die ach so wichtige Aufgabe, die dir anvertraut wurde. Das gefällt mir alles gar nicht. Hisuis Mineralien sind ein kostbarer Schatz. Ich habe das noch vor allen anderen festgestellt, also bin ich bestens für diese Aufgabe geeignet. Solltest du daran was auszusetzen haben, trete ich gerne mit Axanto gegen dich und dein rundes Etwas da an. Ich glaube, es hackt. Machst du dich etwa über Elektroball lustig? Gleich kriegst du so eine gewaltige Ladung Elektrizität ab, dass du dich nicht mehr rühren kannst und dein laufendes Hackeball gleich mit.
Jetzt halt mal die Luft an, Tsubaki. Versuch doch zumindest mit dem Perkland auszukommen. Die Lage ist äußerst ernst, kapiert? Also wirklich, Diam. Weißt du eigentlich, was daheim los ist? Seit das ehrwürdige Sinnoh oder Dialga oder was auch immer zu dir gesprochen hat, du könntest deinen Kopf ruhig höher tragen. Thorfinn, wärst du so freundlich? Mit Vergnügen. Dann werde ich euch nun zur ohrzeitlichen Höhle geleiten. Ja, ich weiß, wo das ist. Was ist das denn bitte? Wer zum Fick bist du denn? Jetzt in so einer Lage. Du kommst wie gerufen, du musst meinen Seemops helfen, ich bitte dich. Sein entzückender, runder Körper hat leider dazu geführt, dass es den Abhang runtergekullert ist. Und zwar in Richtung des Steinplattenpasses und der Gröllberge, wo es nur so von gefährlichen Puckeln wimmelt. Du bist doch das Mädchen vom Forschungshof, von dem alle reden. Bitte rette meinen Seemops. Ey, die Welt geht unter und ich soll jetzt einen scheiß Seemops retten? Sehe ich so aus? Also irgendwo hackt's, ne? Diesen Dullis. Eigentlich sollte das verboten werden. Dass solche Missionen einfach so aufploppen können. Oh ja, die Welt geht unter, aber ich brauche meinen Seemops wieder. Sehe ich so aus, Mann? Wow, da verschlägt es einem glatt die Sprache. Von diesem Ort geht eine außergewöhnliche Kraft aus. Fast als läge hier die Geburtsstätte der Welt selbst. Und wie sieht's aus, Thorfinn? Meine Expertise und Handelsfertigkeiten im Bergbau sind einsatzbereit und Viskagon ebenfalls. Ich werde also vorschlagen, ihr überlasst mir die Knochenarbeit. Nicht so schnell. Oh, nicht schon wieder die drei. Oh Gott, da schießt euch komplett. Was denn jetzt schon wieder? Wer ist das? Wir haben keine Zeit für solche Sperrenzchen. Ephelia, dass du dich nach deinem Austritt aus dem Clan noch mal blicken lässt? Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Hör gut zu, ihr werdet nun den Schatz ausgraben und ihn dann brav uns überlassen. Was macht ihr für verdutzte Gesichter? Euch nachzuspionieren war nur wirklich keine Kunst. Was wir brauchen, mag zwar so wertvoll sein wie ein Schatz, aber wir wollen damit einfach nur unseren blauen Himmel zurückbekommen. Das Oberhaupt des Perklans ist also immer noch so ein Moralapostel. Genau deshalb habe ich es dort nicht ausgehalten. Mir ist egal, warum ihr euren alten Leben den Rücken gekehrt habt, aber Thorfinn werdet ihr deswegen nicht bei der Arbeit stören. Wir drei gegen euch drei. Du übernimmst dies ja, Sunny. Ja, ist das alles? Ich kann auch alle drei auf einmal übernehmen. Hör gut zu. Wenn die große Schwester spricht, Einmischung in unsere Pläne erlauben wir nicht. Gestatten Distia, der Dorn in deinem Auge. Ich bin so stachelig, dass ich es selbst kaum glaube. Mach dich auf einen großen Kampf gefasst, wie man ihn nur einmal im Leben erlebt. Ah, genau, halt die Backen. Theresa für Arme, geh weg. Falls ihr es nicht mehr wisst, ihr habt Rizos und Gengar, von daher beste Leben. Klingschwall vierfach effektiv tot. Hat der das gerade wirklich überlebt? Ah ne, das ist der. Oh Gott, ich habe keinen Wassermove drauf. Oh, bin ich dumm. Oh Gott, er schießt mich.
Egal. Ich muss da noch einen Wassermove drauf klatschen. Soll mich das jetzt irgendwie aufhalten? Ich besitze das, Bruder. Ah, Bruder. Danke. Einfach wegjohlen. Ja. Auf nimmer Wiedersehen, Bruder. Oder in deinem Fall Schwester. Dein Können ist wirklich nicht von dieser Welt. Ja, und jetzt lass mich. Ich möchte endlich Palkia in meinen Besitz bringen. Sag mal, Ephelia, willst du nicht zum Diamantclan zurückkommen? Die Zeiten ändern sich und bei uns... ist auch nicht mehr alles wie früher. Du könntest uns mit deiner Stärke sehr helfen. Hä? Es würde mir im Traum nicht einfallen, mir wieder eure Fesseln anlegen zu lassen. Niemals. Euren Schatz könnt ihr behalten, aber tut gefälligst was gegen diesen roten Himmel. Du bist ja schon wieder stärker geworden. Vielleicht kannst du wirklich etwas gegen dieses Ungeheuer am Kraterberg ausrichten, Sunny. Beim nächsten Kampf mache ich jedenfalls Kleinholz aus dir. Wirst schon sehen. Solange dein Level nicht steigt, nicht wirklich. So. Puh, also echt. Was sollten die drei hier überhaupt? Naja, jetzt mache ich erstmal unsere Pokémon wieder fit. Dankeschön. Die Nessie, die ich kenne, hat zwar viel genörgelt und gegrummelt, aber war immer zur Stelle, wenn sie gebraucht wurde. Bestimmt haben die drei sich Sorgen gemacht und wollten nur nach dem Rechten sehen. Dann sollten sie das doch einfach so sagen. Die rauben mir noch den letzten Nerv. Fertig. Ich könnte etwas von diesem Erz gewinnen. Urerz oder wie auch immer ihr es jetzt nennt. Hier, Sunny, nimmst du es. Dieses Erz birgt eine mysteriöse Energie. Legenden zufolge wohnt ihm die Kraft der ehrwürdigen Sinnoh. Das war überraschend einfach. Falsch, ich bin einfach nur unglaublich begabt. Eigentlich verdiene ich ja ein dickes Lob. Auf dich ist immer Verlass, Topin. Kein Wunder, dass Axanthor dich als Wächter anerkannt hat. Dann mal zurück zum Professor mit dem Erz. Ich muss schon sagen, er sieht zwar nicht danach aus, aber er verfügt zweifelsohne über geballtes Wissen und ein gutes Urteilsvermögen. Ja, kann sein. So, wieder dahin. Alles gut. Das ist also das Mineral allen Ursprungs, das Urerz. Ah, ich kann förmlich spüren, wie in diesem Stück Erz unser ganzes Universum seinen Anfang fand. Wie sind Sie eigentlich auf den Namen Urerz gekommen? Das Ur kommt bestimmt von Ursprung, oder? So ist es. Nun lass uns aber zur Tat schreiten und wieder nach Jubeldorf zurückkehren. Was will ich jetzt in Jubeldorf? Ich möchte jetzt einfach Palkia auch noch eincatchen. Hier haben Sie die Bruchstücke der roten Kette, Professor Levin. Mehr ist nicht von ihr übrig. Ich vermute, dass sie selbst zerbrochen ihre volle Wirkung entfalten kann. Ich vermute, dass es selbst verbrochen ihre volle Wirkung entfalten kann. Danke, dass du sie aufgesammelt hast. So, dann geht's weiter mit dir, Sunny. Hast du das Ohrdings griffbereit? Ohrdings. Ohrerz.
Todesmutter hat den Perl-Clan die Bruchstücke der Kette zusammengesammelt. Der Diamant-Clan hat uns das Wissen über das Mineral allen Ursprungs überliefert. Nun ist es an der Galaktik-Expedition, beides in einem Gefäß zu vereinen. Lumios, als Experte im Herstellen von Items, gebührt dir die Ehre. Natürlich ganz dir. Dann zeigt dir dein Mentor jetzt mal, was er drauf hat, Sunny. Das wird wahrscheinlich eine Weile dauern. Bitte geduldet euch ein bisschen. Ihr könnt ja so lange miteinander plaudern. Oh Gott, ich will doch nicht mehr plaudern. Hey, Professor. Hey, Professor, was dauert denn so lange? Diam, in Wirklichkeit geht es dir gar nicht darum, keine Zeit zu verschwenden, oder? Du bist einfach nur ungeduldig, begib's zu. Wenn sich durch Herumsetzen und nichts tun Probleme lösen ließen, würde ich das tun. Gut Ding will Weile haben, aber Langeweile können wir nicht. Stimmt wohl. Es ist vollbracht, Sunny. Wir haben es geschafft. Ich nenne ihn den Urball. Wenn die Überlieferungen der Wahrheit entsprechen, sollte sich das im Sinnoh-Tempel erscheinende Pokémon damit fangen lassen. Also der Meisterball. Mit diesem einzigen und besonderen Ball kannst du das Pokémon fangen, das im Sinnoh-Tempel herumwütet. Schon faszinierend irgendwie. Dass so ein kleiner Pokéball ganz Hisui und seine Bewohner retten soll, meine ich. Spannend finde ich auch, wie sich Menschen Pokémon näher kommen, nachdem es mit einem Pokéball gefangen wurde. Holla, was ist denn jetzt wieder? Ist es, ich glaube, die Stimme ist zurück. Spricht die Alge wieder zu dir? Ja. Klingt, als wolle uns das ehrwürdige die Alge im Kampf beistehen. Oh, das sind doch ganz ausgezeichnete Neuigkeiten. In dem ehrwürdigen Sinne des Diamant-Clans, oder besser Dialga, haben wir einen starken Verbündeten. Also dann, Sunny, nimm den Urball und eile mit Dialga zum Sinnoh-Tempel. Alles klar. Eigentlich habe ich gar keinen Bock, Dialga mitzunehmen. Das ist halt so das Ding. Natürlich mit einem Himbeeren-Set, geh weg mit dir, also mit dieser Scheiße. Ah, und du kommst jetzt auch noch? Also, dir steht ein schwerer Kampf bevor. Bist du wirklich bereit für den Kraterberg? Das bin ich. Gut, das wollte ich hören. Nun, hört genau zu, was ich euch sage. Zeit und Raum können nicht voneinander getrennt werden. Das Pokémon, das im Sinnoh-Tempel erschienen ist, heißt Palkia und gebietet über den Raum. Wird ihm nicht Einhalt geboten, verzerrt sich der gesamte Raum Hisuis und unsere Welt ist dem Untergang geweiht. Doch nun zählst du sein Gegenstück zu deinen Verbündeten. Mit Dialga, dem Gebieter über die Zeit, könnte es gelingen, Zeit und Raum ins Gleichgewicht zu bringen und so die Ordnung der Welt wiederherzustellen. Und nun geh zusammen mit Dialga zum Sinnoh-Tempel. Alles gut. Oh Gott, wir müssen sie mitnehmen. Also wir müssen es mitnehmen. Wir dürfen gar nicht dorthin. Ohne Dialga. Wen lassen wir zu Hause? Viscogon. Sorry, Bruder. Aber ich nehme dann schon mein eigenes mit, ne? Ich glaube, hier wäre das Dialga, was mir gefallen hat, auf Level 65. Wir nehmen jetzt das mit. Mal so eine Frage. Kann ich das eigentlich löschen hier? Moment. Ich mach mal kurz was. Ich speichere. Weil ich will euch kurz mal was zeigen. Wenn das wirklich auch nicht klappt, dann habe ich jetzt einfach zwei Dialgas und zwei Palkias, die ich nicht loswerde. Sogar drei Palkias dann. Uff. Kannst du nicht freilassen? What the fuck? Wo lebe ich denn? Warum kann ich das Ding nicht freilassen?
jetzt drücke ich einfach durch. Nun geht's um Sinnoh-Tempel. Wow, jetzt geht sie. Ich muss sagen, euer Dorf ist wirklich interessant. Vielleicht schaue ich in der Schneiderei vorbei und werfe mich in Schale. Bitte was? Jetzt ist jetzt wirklich die richtige Zeit dafür. Ist die Welt erst einmal passé, haben sich auch Einkaufsbummel ein für alle Mal erledigt. Das könnte meine letzte Gelegenheit sein. Stimmt auch wieder. Nun gut, Sunny. Wenn du alle Vorkehrungen getroffen hast, sollten wir auf ein neues zum Sinnoh-Tempel aufbrechen. Ja, danke, endlich. Hä, ich will doch nicht dorthin, ich will da, Gipfelbasis. Und jetzt einfach nach oben und fertig. Ah, I like it, hi. Das machen wir jetzt noch. Ich bin so kurz davor, dieses Game jetzt zu beenden hier, das Finale, deswegen. Ich habe schon auf dich gewartet. Du kannst dich zwar auch im Basislager eindecken, aber vielleicht kommt es dir ja gelegen, kurz vor dem Tempel deine Vorräte noch einmal aufzustocken. So einen Logenplatz für diesen legendären Schauspiel lasse ich mir nicht entgehen. Sobald der Kampf beginnt, wage ich mich vielleicht noch näher heran. Mach dir jedenfalls um mich keine Gedanken. Für meine Sicherheit weiß ich schon selbst zu sorgen. Außerdem kenne ich doch deine Fertigkeiten, wenn es um Pokémon geht. Noch bevor mir irgendwas passieren kann, wirst du den ganzen Spuk beendet haben. Ja, kann sein.